so ein Scheiß, ey. Was ist denn jetzt schon wieder los, Chef? Ich habe hier einen Brief von der IHK bekommen. Die wollen morgen meine Firma überprüfen. Warum das denn? Hier steht, dass sich einer unserer Azubis beschwert hat, dass ich einige Gesetze gebrochen haben soll. Ja gut, das hört sich jetzt nicht so unlogisch an, ne? Was? Was? Das ist doch wirklich unglaublich, wie verweichlicht die Mitarbeiter heute sind. Da bietet man den Leuten einen Arbeitsplatz an und was ist los? Das hier. Also weil jemand sich nicht alles gefallen lassen will und weil jemand will, dass man sich an Gesetze hält, ist man gleich verweichlicht? Ja, natürlich, man kann sich eben nicht an jedes Gesetz halten. Arbeitsleben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ich weiß. Genau so ist es, zumindest verstehst du mich. Ich will mir jetzt erstmal den Azubi vorknöpfen, also das lasse ich mit mir nicht machen. Glaubst du wirklich, dass das jetzt eine gute Idee ist? Ich weiß schon, was ich mache. Naja, der IHK nachzuurteilen, weißt du das nicht. Was? Was? Ist ja auch egal. Denkst du bitte daran, dass du die Korrekturen für Popowski noch fertig machen musst? Das muss unbedingt fertig werden, bis morgen früh müssen die da sein. Ja, ich weiß. Ich darf wieder schön die Nacht durcharbeiten. Bekomme ich denn diesmal wenigstens die Überstunden bezahlt? Das ist genau mein Humor. Wir verstehen uns, Timo. Aber ich meinte das doch... So, wo treibt sich denn Justin schon wieder rum? Der wird jetzt ein blaues Wunder erleben. Vielleicht macht Justin ja genau das Richtige mit der IHK. Vielleicht sollte ich mir das auch mal überlegen.